auf K.O. Geschichten aus dem Wartesaal Ost möchten wir Ihnen jetzt präsentieren. Freuen Sie sich auf das Kabarett Die Herkuleskeule aus Dresden. Der deutschen Vereinigung ist soeben eingefahren, der Jodel-Express aus Bayern. Der Bus macht Zwischenstation in Dresden-Bieschen. Dort erwartet Sie eine Verkaufsschau, auf der Sie Kängurudecken erwerben können. Jeder erhält gratis eine Beutelsuppe. Anschließend in unserem Programm Rückfahrt. Ich will verreisen. Mensch, 10 Jahre ist es her, dass mir beide. Gibt's denn was Neues? Der Kurt ist gestorben. Ei Gott, hoffentlich nicht Ernstes. Kennst denn du den noch? Nee. Und der Elsa? Die lebt noch. Ei Gott. Grüße auch den Alfred Schein. Na, du auch. Wo fahren Sie denn hin? Weltreise. Das dürfen wir doch nur.
Nach Bombay. Oh, bis Indien mit dem Zug? Italien. Ach, Bombayin. Wir fahren lieber auf der Insel Ischias. Heilbäder gilt es, Rheuma. Das kostet. Du, wir haben schon bezahlt. Aber weißt du, vielleicht fahren wir nicht. Und wenn wir die Reise kurzfristig zurückgeben, da haben sie gesagt, da brauchen wir bloß die Hälfte bezahlen, da sparen wir. Also wir wollen ja vorstes Jahr nach Venedig. Venedig ist schön. Also ich weiß ja gar nicht, was die Ossis alle zu meckern haben. Wissen Sie, wie es dort erst aussieht? Alle Straßen überschwemmt. Aber die Leute, die singen. Bis nachts um 2 trinken die dort Wein. Spätlese. Ja, aber Afrika ist auch sehr billig. Ja, das ist jetzt ja. Das soll doch jetzt so ein Elend sein hier, wo die Bäder alle verhungern. Escher, aber man muss es mal gesehen haben. Mein Nachbar, der war voriges Jahr in Rio, Luxushotel. Aber dahinter, kleine Ghettos, wo sie die Kinder wegfangen. Oh, da können wir hinfahren. Wir haben keine Kinder. Also da machen Sie mal runter nach Rumänien. Da können Sie sich eins kaufen. Da haben Sie recht. Man weiß ja immer nicht, was man mitbringen soll. Also ich gehe mit meinem Mann ja mal Orient hinein machen. Beide Teppiche. Beide Pakistaner. Dort können die Frauen bei Ehebruch sogar noch gesteinigt werden. Da hast du Ordnung, hä? Also bei uns täten ja bei solchen Strafen die Steine knapp werden. Oh, letzten Sommer waren wir ja in Jugoslawien. Wir sollten doch unseren Urlaub abbrechen. Also da dachte ich doch nicht dran. Das prickelt, das müssen Sie einfach mal erlebt haben. Sie liegen am Strand, ne? Und bloß ein paar Kilometer weiter weg erschießen sie sich. Übrigens, wir fahren dieses Jahr wieder hin. Oh, in Mittelamerika, da soll es ja noch schöner sein. Da sind ja noch die Förderkammern in Betrieb. Andere Länder, andere Sitten. Wir Ossis, wir haben noch nie viel gesehen. Wir sind ganz schön beschissen dran. Vielleicht treffen wir uns alle mal irgendwo. Oh, das wäre schön. Auf der Titanic. Frauen im Berufsverkehr, bitte zurücktreten. Freie Plätze gibt es nur noch im Abteil für Mutter mit Kind. So spiel ich
Applaus.